Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Tja, in der letzten Folge haben wir unseren ersten Zaubertrank gebraut. Damit hätten wir auch die erste Prüfung abgeschlossen. Und jetzt haben wir uns vom Tod umbringen lassen, nachdem wir ihn mit Feuerwerk abgelenkt haben. Und jetzt werden wir mal mit ihm reden. Sofern wir es können. Lieber nicht. Er könnte mir etwas antun, wenn er herausfindet, dass ich ihn reingelegt habe. Okay. Ich sollte erst einmal das Amulett holen. Gut. Vielleicht macht er uns dann wieder lebendig, hm? Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Na dann los. Als Geist sieht ja alles ganz anders aus. Warum redet man mit dem Meister? Guck mal, Meister Markus. Ich bin tot. Meister Markus? Hallo? Ach, kann mich nicht hören, hm? Und nicht sehen. Er scheint mich nicht wahrnehmen zu können. Na gut. Geh durch den Spiegel. Also gut. Es muss wohl sein. Ja. Stunden später. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Okay, das war einfach jetzt. Eine fantastische Welt. Mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Da bin ich jetzt aber neugierig. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Naja. Mächtiges magisches Amulett. Das ist das Amulett aus dem Geisterspiegel. Ich hoffe, ich habe es immer noch, wenn ich wieder aus Fleisch und Blut bestehe. Wenn du wieder aus Fleisch und Blut bestehen kannst. Das will ich doch mal hoffen. Okay. So, Herr Tod. Wärst du so freundlich, mich wieder zu beleben? Ich weiß, dass wir ja nicht bei Bioshock sind, aber ist ja nett. Huhu, Herr Tod. Schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist. Was zum... Och nö. Du bist ein Geist? So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Was willst du? Ja, ich bin gar nicht richtig tot, das ist Schlamperei, hol mich zurück. Warum bin ich immer noch hier, obwohl ich tot sein müsste? Das ist Schlamperei! Ich möchte auf der Stelle wiederbelebt werden. Tut mir leid, keine Chance. Ich hab dich ordnungsgemäß um die Ecke gebracht. Da drüben liegst du doch. Tot wie Oberlippenbärtchen bei Fußballern. Und dass du ein Geist bist, ist nicht meine Schuld. Du musst einfach loslassen, Junge. Tja, dann werde ich wohl mit der Sprache ausrücken müssen. Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh oh. Oh oh? Verdammt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Eine Erschütterung der Macht. Okay. Kommt es zu einer Erschütterung der Macht? Nein, es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe. Dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen. Welche Haut? Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt. Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode?
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Da muss ich durch. In Ordnung. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Okay. Okay. Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Ratsch. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. Also. Gut. Aber wir brauchen trotzdem den Zylinder. Tag, Tod. Hallo. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur... Ich habe so lange darauf gewartet. Und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Ein Hobby, einen anderen Beruf. Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden. Eigene Entscheidungen treffen. Genau. Es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Modellfigur? Nee. Auftragskiller. Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Ja. Das ist es. Was? Lebendbestattungen. Hä? Ich werde Totengräber. Wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren. Okay. Aber... Wer will schon lebendig begraben werden? Da gibt es eine Menge Leute. Junge Leute, die von ihren Freunden blamiert wurden. Alte Stars, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Reiche Ehemänner. Was für ein Interesse hätten reiche Ehemänner, sich begraben zu lassen? Gar keins. Die zukünftigen Witwen aber schon. Wer die Rechnung zahlt, ist schließlich Nebensache. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen. Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Mit viel Gold? Hat sie das? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Das ist jetzt dein Ernst, oder? Ich will aber den Hut haben. Scheiße. Ich komme leider nicht dran. Ich soll jetzt hier... Hä? Okay. Ist klar. Hi. Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Der Zylinder. Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Würden Sie mir dann ein... Auf gar keinen Fall. Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Deine. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja,
Beeil dich, ich will mit den Tests loslegen. Ich geh dann mal weiterarbeiten. Ja, Zeit ist Geld. Du wolltest, dass ich Startkapital hole, nicht ich. Gott, the fuck soll das? Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Gut. Irgendwie müssen wir noch an diesen Dreckshut rankommen. Oh, nee. Jemanden mit viel Gold. Da würde mir jetzt Meister Markus einfallen, dem wir ja das unser Gold gegeben haben. Oder aber vielleicht doch der Wahrsager. Das könnte auch noch einer sein. Wir gucken erstmal beim Wahrsager vorbei. Na? So. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Lust an Lebendbestattung? So. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Oh je. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden schlau stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass Sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Ist klar. Oh Mann. Ich gehe dann mal. Ja. Ich muss das Amulett zu... Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Ja, ich muss Amulett zu Meister Markus bringen, um die zweite Prüfung abzuschließen. What the fuck? Der denkt da gar nicht groß nach. Der, ja, machen wir. Von mir aus. Da muss ich ihn nicht extra überzeugen. Gut. Meister Markus. Zweite Prüfung abgeschlossen. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Sehen Sie, hier. Oh, mein... Ist das... Ja, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Lange Geschichte. Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das... Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. In einer aufregenden Questreihe, ja. Aber die mussten wir nicht machen. Okay. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Gut. Nur noch den Zaubertrick vorführen. Und ich nehme mal an, dass wir durch den Wahrsager jetzt irgendwie auch an den Hut rankommen. Wenn der jetzt vielleicht sogar schon mit dem Tod quatscht. Ich weiß es nicht. Sehen wir mal. Oh. Ich kann nicht zum Tod reingehen? The fuck, was ist denn hier los? Ah, okay. Der Tod hat hier den Zylinder auf. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach... großartig.
Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Was Blödsinn ist? Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Hm. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber logisch. Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich. Nun mach schon. Oh Mann. Großartig. Diese Dunkelheit. Stille. Das musst du ausprobieren. Ja, später. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Sicher doch. Wenig später. Hm. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Okay, wir haben den Zylinder. Da können wir ja gehen, ne? Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ich lasse ihn da drin. Okay. Oh Mann, gut. Ha, wir können jetzt wieder da rein. Gibt's hier jetzt irgendwas noch, hm? Nö, nicht wirklich. Schade. Wir haben den Zylinder. Aber können wir nicht so kombinieren. Na gut. In Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Und in der nächsten Folge gehen wir zum Schausteller und lassen uns den Trick mit dem Kaninchen und dem Hut beibringen. Also, bis dahin. Tata!